Freunde, ich werde jetzt mal die Fragenrunde beginnen. Du darfst sehr gerne anfangen und kussieren dich. Also mir geht's eigentlich grundlegend sehr gut. Ich bin ja irgendwie die letzten Tage ein bisschen gestresst und generell ist auch jetzt so das Wochenende. Ich hoffe, ich kann es ein bisschen wenigstens genießen, aber ich habe halt so viel Schule zurzeit und ja, das stresst mich. Ich finde es immer ein bisschen schwer einzuschätzen, wie die so in echt sind, weil es ja so schon auch mit einem Reality-Format ist und ja, keine Ahnung. Aber ich würde jetzt sagen, Romina. Ich finde die übel sympathisch. Fliegen. Ganz, ganz safe fliegen, weil ich weiß gar nicht, ob ich immer alle Gedanken von anderen wissen will. Klingt jetzt gemein, aber ich glaube, manchmal ist es besser, wenn man nicht weiß, was jeder denkt. Übel nice, weil es waren halt mal so ganz neue Herausforderungen. Also, weil ich musste ja bisher noch, also schon emotional, aber nicht in die Richtung emotional spielen. Und das fand ich irgendwie sehr cool. Generell weiß ich gar nicht, ob es so gut wäre, wenn ich meinem früheren Ich einen Rat geben würde, weil dann würde ich ja das, was ich erlebt habe, nicht erleben und würde daraus nicht lernen. Aber ich glaube, ich würde ihm sagen, Vertrauen nicht heben. Ehrlich gesagt habe ich keinen Plan von Latein. Also, sie macht ja Latein, ich nicht. Ich habe damals Französisch gewählt, habe ich mittlerweile abgewählt, weil es war nicht so meine Stärke. Ja, nee, habe keinen Plan. Dankeschön. Ich heiße in echt nur Josie. Das finden ganz viele immer richtig verwirrend. Das ist überall auch bei Lehrern und so immer so, ja, Josephine, ich so, nee, ich heiße nur Josie. So, und dann so, hä, ist das nicht dein Spitzname? Ich immer so, nein. Ehrlich zu sein, nicht wirklich. Also ich glaube, man kann halt jemanden auf den ersten Blick gut oder interessant finden, aber ich glaube nicht, dass man, also Liebe ist ja irgendwie so, ist ja was Tieferes. Das kannst du ja nicht so auf den ersten Blick so. Nee. Ich lasse sie immer Luft trocknen, außer es muss ganz, ganz schnell gehen, aber es kommt ganz selten vor. Also eigentlich lasse ich sie immer Luft trocknen, weil ich klette oder drehe sie dann eh immer mit einem Kletteisen ein, weil meine Haarstruktur ist so. Das war's erstmal. Du darfst die Fragenrunde sehr, sehr gerne beenden. Ich wünsche euch noch einen richtig schönen Abend. Viel Spaß!